Ja, schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Jan Haider von CapTrader und ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Und zwar widmen wir uns heute einer ganz kurzfristigen Strategie, nämlich dem Daytrading, und zwar im Ninja Trader. Das Webinar wird gehalten von dem Herrn Daniel Sinnig, den ich auch an der Stelle ganz herzlich begrüße für heute. Vorab noch einmal ganz kurz der Test. Ob Sie mich denn gut verstehen können, ob das Bild bei Ihnen gut ist, schreiben Sie mir da gerne einmal ganz kurz in der Fragenfunktion oder ja, machen Sie mich einmal ganz kurz darauf aufmerksam, falls da etwas nicht funktioniert, sodass wir das Webinar auch gleich starten können. Okay, das scheint alles soweit zu funktionieren. Vielen lieben Dank. Gut, dann übergebe ich jetzt gleich einmal an den Herrn Sinnig. Ja, hallo, alle zusammen. Ich teile ganz kurz meinen Bildschirm. Geben Sie mir dazu eine Sekunde, bitte. So. Er will nicht, aber jetzt geht's gleich los. Super. Okay. Ich denke, jetzt kann jeder auch meinen Bildschirm sehen. Falls das nicht der Fall sein sollte, melden Sie sich noch ganz kurz bei mir. Ansonsten, ja, herzlich willkommen zu diesem Webinar. Daytrading-Strategien mit dem Ninja-Trader. Und ja, das ist der Anfang einer Webinar-Reihe, in der wir uns dann jeden Monat einem relativ erfolgreichen Trader widmen und versuchen, dessen Strategien oder einen deren Strategien nachzuprogrammieren. Im heutigen Fall ist das der Ross Cameron. Ja, Autor des Buches How to Daytrade. Dazu sage ich nachher noch gleich etwas. Und er hat es mit seinen Strategien, die er zugegeben ja, hauptsächlich manuell diskret handelt, ja, zu relativ viel Ruhm und auch Erfolg gebracht. Und wir werden uns heute einem seiner Strategien, einer Reversal-Strategie, widmen. Und diese auch im Ninja Trader nachbauen. Gut, aber bevor wir loslegen, wie immer, ja, die Risiko-Offenlegung. Wie Sie alle wissen, ist der Handel mit Futures, Forex, Aktien, CFDs und so weiter mit Risiko verbunden. Sie sind nicht für jeden Trader geeignet. Man sollte nur das Kapital einsetzen, das Risikokapital ist. Wenn es um das Backtesting geht, dann muss man auch wissen, dass die hypothetische Performance des Backtesters nicht unbedingt der Performance entspricht, die sie wirklich im Markt gehabt hätten. Und natürlich gibt es auch keine Garantie dafür, dass sich ja, der Erfolg einer Strategie in der Zukunft genauso wiederholen wird. Gut. Ja, soweit zum formalen Teil. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Daniel Sinnig. Ich ja, wohne schon seit vielen Jahren in Montreal in Kanada und ja, habe hier promoviert. Danach langjährig an verschiedenen Banken und Großbanken gearbeitet, aber mich dann in den letzten Jahren auf die Automatisierung und die Entwicklung von automatischen Handelssystemen spezialisiert. Unter anderem für Ninja Trader, aber auch für andere Plattformen. Ja, ich gebe regelmäßig diese Webinare, auch in Englisch und ja, zu allen möglichen Themen, sei es die Automatisierung von Handelsansätzen oder auch die Programmierung von Indikatoren oder anderen Tools für das Traden. Ja, wenn Sie Fragen haben, ja, meine Kontaktinformationen befinden sich auf diesen Webseiten und ja, zum Ende des Webinars sage ich dir noch ein paar Worte zu ein paar Specials, die wir im Angebot haben. Gut, worum geht es heute? Ja, widmen uns einem Reversal Pattern, das durch das Three Wild Soldier Candlestick Pattern hervorgesagt wird. Ja, und ich sage dann zu auch gleich etwas, dann ein bisschen Theorie, wie dieses Pattern eigentlich aussieht und wie unser Handelsansatz aussieht. Und sobald wir die Theorie durchgearbeitet haben, geht es dann auch gleich schon zur Live-Programmierung. Ja, ich versuche dieses Webinar so interaktiv wie möglich zu gestalten. Falls Sie zwischendurch Fragen haben, ja, falls vielleicht irgendwas nicht genau verstanden wurde oder falls ein Thema vielleicht etwas tiefgreifender bearbeitet werden soll, ja, sprechen Sie mich einfach an im Chat und hoffentlich sehe ich es und dann
ja, gehe ich natürlich gerne auf Ihre Fragen und Wünsche auch ein. Gut, jo, legen wir los. Wie sieht dieses Three Wild Soldier Reversal Pattern eigentlich aus? Dazu muss ich noch sagen, dass wir dieses Pattern innerhalb einer Day-Trading-Strategie einsetzen werden, die von Russ Cameron ja, inspiriert wurde. Ja, diese Strategie habe ich seinem Buch How to Day Trade entnommen. Das ist eine seiner Reversal-Strategien. Er hat auch Trendstrategien in seinem Buch beschrieben, aber in diesem Fall widmen wir uns einer Reversal-Strategie. Es handelt sich hierbei um eine Intraday-Reversal-Strategie und wir ja, versuchen, diese Intraday-Reversals zu finden und diese dann auch im Handelstag ja, zu handeln und unseren Trade dann auch innerhalb eines Tages zu schließen. Diese Reversals treten, wie Sie sehen, werden relativ früh im Handelstag auf. Deswegen werden wir in unsere Strategie auch einen sogenannten Time-Filter, einen Zeitfilter einbauen, die der Trades nur zulässt, wenn sie früh genug im Handelstag auftreten. Die Reversal-Situation erkennt man über ein spezielles Kerzenmuster, ja, das über dieses Three Wild Soldiers Pattern ja, vorgesagt wird. Und dazu werden wir auch noch einen Bollinger-Band-Filter und einen RSI-Filter einbauen, um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trades weiter zu erhöhen. Gut, jetzt zu den Details. Wie sieht eigentlich dieses Three Wild Soldier Pattern aus? Ups, eine Sekunde. Ja, so, was wir hier auf der rechten Seite erahnen können, ja, ein Three Wild Soldier Pattern besteht aus drei aufsteigenden Bars, in diesem Fall diese drei grünen Kerzen. Ja, das High der nachfolgenden Kerze, das Hoch der nachfolgenden Kerze muss höher sein, wie zum Beispiel hier, als das Hoch der vorherigen Kerze, was wir hier in diesem Fall haben. Und die Kerzen müssen aufsteigend sein. Also hier haben wir ein High höher als das High hier. Und das High von dieser Kerze hier oben ist auch größer als das Hoch der vorherigen Kerze und alle drei Kerzen sind aufsteigend. In diesem Fall liegt ein Three Wild Soldier Pattern vor. Gut, so, das ist ein bullisches Pattern, aber, das hat dieser Ross Cameron erkannt, falls dieses Pattern von einer bärischen Candle gefolgt wird, könnte das ein Signal für ein sogenanntes Reversal sein. So eine bärische Kerze sehen wir hier im Anschluss. Ja, in diesem Fall ist es eine Kerze, die ein höheres Hoch erstellt als die vorherige Kerze, praktisch als die Endkerze dieses Three Wild Soldier Patterns. Aber sie schließt als bärische Kerze, als rote Kerze. Ja? Sie, der Hoch, also der Eröffnungspreis ist größer als der Schlusspreis dieser Kerze. Und in diesem Fall, wenn wir praktisch dieses Three Wild Soldier Pattern haben, gefolgt von dieser bärischen Kerze, die ein, zunächst ein höheres Hoch erstellt als die vorherige Kerze, dann aber negativ schließt, das ist für uns ein Reversal-Muster. Und dieser Ross Cameron hat das auch als solches erkannt und dieses Muster auch aktiv gehandelt. Gut, natürlich kann man nicht jede Situation, die diesem Muster entspricht, handeln. Es gibt dazu noch zusätzliche Filter. Auf die gehe ich jetzt ein. Gut, was sind diese Filter? Wie vorhin schon besprochen, muss dieses Pattern relativ früh im Handelstag auftreten. Ja, Ross Cameron hat den amerikanischen Aktienmarkt behandelt und er meint, dass dieses Pattern vor 1 Uhr nachmittags New York-Zeit auftreten sollte, aber auch nicht zu früh am Tag. Ja? Wenn es zu früh auftritt, dann hat man vielleicht noch Kerzen vom vorherigen Tag in diesem Pattern mit drin, was nicht unbedingt der Fall sein sollte. Ja? Also alle drei Kerzen sollten schon im gleichen Handelstag auftreten. Und ich sollte vielleicht hier auch noch sagen, dass es sich hierbei um ein Muster handelt, das auf 15 Minuten Kerzen gehandelt wird. Zusätzlich zu diesem Muster sollte der High-Preis der Reversal-Kerze, ja, also dieser Preis hier oben, in das obere, also über dem oberen Bollinger-Band sein. Ja, dazu gehe ich gleich noch ein. Und außerdem sollte der RSI überkauft sein. Also er hat wirklich einen hohen Wert haben, einen Wert größer als 80 oder manchmal auch größer als 75. Ja, wenn diese Bedingungen dann alle zutreffen, können wir einen, ja, einen Trade oder eine Pending Order, ja,
abschließen und diese Pending Order wird als Sell Stop Order auf dem Tief der vorherigen Kerze angelegt. Was bedeutet das? Gucken wir uns das ganz kurz einmal auf der Chart an. Ja, haben wir ein solches Pattern? Ist das hoch über dem höheren Bollinger Band? Ist unser RSI überkauft? Dann schließen wir hier eine Sell Stop Order ab, die gefüllt wird, falls diese Kerze hier praktisch auch runter unter diesem Low der letzten Kerze des Three Wild Soldiers kreuzt. Ja? Ist dieses der Fall, wird praktisch unser Trade hier eröffnet. Und in diesem Fall haben wir festgelegt, dass wir diesen Trade schließen, wenn wir 2% Profit gemacht haben oder im negativen Fall mit einem Stop-Loss von 1% über dem Einstieg. Ja, es handelt sich hierbei um ein Pattern, das nur Short-Ansätze handelt. Gut, außerdem, da es sich hier um ein Day-Trading-Pattern handelt, möchten wir auch alle Trades am Ende der Trading-Session schließen, sodass wir am nächsten Tag flat sind. Wir halten praktisch keine Position über Nacht. Okay, gucken wir uns jetzt dieses Muster einmal live auf den Charts an. Dazu mache ich jetzt den Marktscanner von NinjaTrader auf. Geben Sie mir eine Sekunde, den ziehe ich jetzt ganz kurz hier rüber. Ja. Diesen Scanner habe ich so getunt, dass er diese Patterns findet. Ich hoffe, wir haben jetzt auch gerade eins im Angebot. Ja, wir können sehen hier, dass dieses Three Wild Soldier Pattern in diesem Fall nur bei einer Aktie auftritt. Ja, bei meinen 50 Aktien, die ich hier durchscanne. Ja, in diesem Fall, also jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt nur auf einer. Muss praktisch mal ein bisschen Glück haben, hier auch einen Treffer zu haben. Und dieser Treffer findet jetzt in diesem Fall genau auf der 5-Minuten-Chart statt von der HSIC-Aktie. Gut, öffnen wir einmal diese Chart und gucken uns dieses Pattern an. Dazu geben Sie mir ganz eine Sekunde Zeit, um die Chart auch zu öffnen. Okay, so, hier ist die Chart. Jetzt muss ich nur noch das richtige Symbol einladen. Wie Sie sehen, sind der Marktscanner sowie meine Chart gelinkt, ja, über die gleiche Farbe. Das heißt, wenn ich jetzt auf ein Symbol im Marktscanner klicke, ja, lädt dieses Symbol automatisch auf meiner Chart. So, gucken wir uns jetzt dieses Pattern an. Ja, wie Sie sehen, haben wir hier tatsächlich auf der 5-Minuten-Chart, warten Sie ganz kurz, es lädt noch. Das dauert immer einen kleinen Moment, bis die Daten geladen sind. Aber wie Sie gleich sehen werden, haben wir jetzt hier tatsächlich auf meiner 5-Minuten-Chart dieses Three White Soldier Pattern. Ja, drei aufeinanderfolgende Bars, wo das Hoch der nächsten Bar jeweils höher ist als der vorherigen Kerze. Ja, also das passt schon mal ganz gut. Und wie Sie sehen hier, wird dieses Pendel jetzt sogar von einer Reversal-Kerze gefolgt. Ja. Und wir könnten jetzt praktisch eine Sell-Stop-Order hier auf dem Low dieser Kerze anlegen. Und wenn die gefüllt werden sollte, hoffen wir darauf, dass der Preis dann auch tatsächlich fallen wird. Eine kurze Bemerkung, das ist jetzt eine 5-Minuten-Chart. Die Strategie, die wir jetzt gleich entwickeln werden, wird auf den 15-Minuten-Chart angewendet. Ja. Gut, bauen wir uns jetzt diese Strategie mit dem NinjaTrader zusammen. Und wie Sie sehen werden, kann man diese Strategie wunderbar ohne Programmierkenntnisse mit dem NinjaTrader Strategy Builder selbst bauen. Gut, wie macht man das? Dazu gehen wir jetzt erstmal ins Kontrollzentrum des NinjaTraders. Wir klicken auf Neu und wir öffnen den Strategy Builder. Ja, das öffnet jetzt ein neues Dialogfenster. Und als ersten Schritt, sobald es dann auch offen ist, werden wir dazu aufgefordert, einen Namen unserer Strategie anzulegen. So, wo ist er jetzt geblieben? Ah ja, genau. Das dauert bei mir immer etwas länger, weil ich sehr viele Strategien auf meinem System laufen habe. Okay, so zunächst legen wir eine neue Strategie an. Man kann natürlich auch vorher gefertigte Strategien weiter bearbeiten, aber in diesem Fall legen wir eine neue Strategie an. Klicken auf Weiter und geben jetzt zunächst unserer Strategie einen Namen. In diesem Fall wird es der CapTrader Reversal Strategie sein. Gut, man kann zusätzlich auch noch eine Beschreibung dieser Strategie hinzufügen. In diesem Fall aber nicht notwendig. Und wir klicken auf Weiter.
Jetzt kann man in diesem nächsten Dialogfenster festlegen, welche Standardeigenschaften auf diese Strategie zutreffen sollen. Für uns wichtig ist, dass der Exit zum Handelsschluss angeklickt ist. Das heißt, ja, kurz vor Handelsschluss, in diesem Fall 4 Uhr nachmittags New York Zeit, wenn dann alle unsere Positionen zugemacht. Das ist angeklickt und wir klicken auf Nächstes. In diesem Dialogfenster können wir jetzt zusätzliche Daten für unsere Strategie festlegen, ist in diesem Fall aber nicht notwendig und wir gehen weiter. Gut, jetzt geht es zu den Nutzereingaben. Ja, der Nutzer soll ja die Möglichkeit haben, die Strategie zu konfigurieren. In diesem Fall wäre es durchaus sinnvoll, wenn der Nutzer die Möglichkeit hätte, zum Beispiel die Trade-Größe festzulegen oder die Trading-Session-Zeit. Zum Beispiel, wann kann der Trade frühestens aufgemacht werden und wann könnte er spätestens aufgemacht werden. Ja? Solche Sachen können über Nutzereingaben festgelegt werden. Und es ist meist sinnvoller, als diese hart in der Strategie selbst zu kodieren. Gut, fügen wir zunächst einmal eine Nutzereingabe für die Tradegröße hinzu. Wir klicken auf Hinzufügen und geben diese Nutzereingabe jetzt einen Namen. In diesem Fall werde ich sie auf Englisch Position Size, Positionsgröße nennen. Sie ist von Typ Int, was den ganzen Zahlen entspricht. Sagen wir standardmäßig, ja, wollen wir vielleicht 100 Aktien handeln? Der Minimalwert muss 1 sein. Man kann ja nicht 0 Aktien handeln. Und wir klicken auf OK. Fügen wir als nächstes auch noch unsere Handelszeiten hinzu. Ja, wir klicken wiederum auf Hinzufügen. Ja, und sagen jetzt, unsere Starthandelszeit sollte der Trade Start Time sein. Ja, vom Typ Date oder Time in diesem Fall. Ja, und unser Standardwert, wie vorhin schon beschrieben, sollte 10:15 Uhr vormittags sein. Ja. So, jetzt gebe ich hier 10:15 Uhr AM ein, also vormittags, und klicke auf OK. Und unsere Trade End Zeit Time hatten wir auf 13:15 Uhr, glaube ich, festgelegt. Ja. Sind aber Nutzereingaben, das kann der Nutzer dann später noch selbst konfigurieren. Wiederum vom Typ Time, also Zeit. Und unser Default-Wert ist in diesem Fall 1:15 Uhr nachmittags, was 13:15 Uhr entspricht. Wir klicken auf OK und fügen jetzt auch diese Nutzerangabe hinzu. Gut, als nächstes sollten wir auch noch Benutzereingaben für unseren Exit haben, praktisch wenn wir unseren Trade schließen möchten. Wir hatten vorhin schon besprochen, dass ja, im Erfolgsfall möchten wir unseren Trade bei 2% im Plus schließen und im Nicht-Erfolgsfall möchten wir den Trade auch schließen, wenn er 1% im Minus ist. Ja, und beides sollen dann auch Nutzereingaben sein, die wir dann praktisch speziell für jedes Symbol optimieren können. Okay, also fügen wir diese hinzu. Es sind in diesem Fall Prozenteingaben und die können ja gebrochen sein. Ja, es kann sich in dem Fall praktisch um 0,01 handeln, was in diesem Fall 1% entsprechen würde, oder vielleicht 0,03, was 3% entsprechen würde. Okay, also geben wir jetzt erstmal unser, ja, Profit Target Percent. Ja, das legen wir als gebrochene Zahl fest. In diesem Fall sind die gebrochenen Zahlen durch den Datentyp Double gekennzeichnet. Und unser Standardwert sollte 0,02 sein, was 2% entspricht. Ja, minimal vielleicht 0,001, vielleicht 0,1% sollte das minimale Profitziel sein. Wir klicken auf OK. Und zusätzlich fügen wir jetzt auch noch unser, ja, Stop-Loss-Percent hinzu. Wiederum als gebrochene Zahl, als Double. Standardwert ist 0,01. Und ja, minimal vielleicht 0,001, ähnlich wie beim Profit Target Percent. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Ein Wert von 0,01 entspricht 1% und ein Wert von 0,02 in diesem Fall entspricht 2%. Gut. Ja, das reicht uns jetzt erstmal für die Nutzereingaben. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen und eventuell weitere Nutzereingaben hinzufügen. Und wir klicken auf Weiter. So, in diesem Dialogfeld können wir jetzt die Bedingungen festlegen, nach denen gehandelt werden soll.
Zur Erinnerung, ja, welche Bedingungen sollen bei uns zutreffen? Also wir wollen dieses Three Wild Soldier Pattern haben, ja, und unsere Uhrzeit sollte zwischen 10.15 Uhr und 13 Uhr liegen. Und den anderen Bedingungen widmen wir uns dann etwas später. Gut, wie sah dieses Wild Soldier Pattern nochmal aus? Ja, wir hatten diese drei aufsteigenden Bars, wo das Hoch der nächsten Bar jeweils höher war als das der vorherigen Bar, gefolgt von einer Reversal-Kerze, ja, die ein höheres Hoch hat als die letzte Kerze des Three Wild Soldier Patterns, aber eine fallende Kerze ist, wie in diesem Fall. Gut, fangen wir am besten von hinten an, bei der letzten Kerze. Das macht sich eigentlich am besten im Ninja Trader. So, wir gehen wieder zurück zu unserem Strategy Builder und fügen unsere Bedingungen hinzu. Ja, so, unsere letzte Bedingung war, dass die letzte Kerze, die Reversal-Kerze, eine abfallende Kerze ist. Wie legen wir das fest? Wow, eine abfallende Kerze ist eine Kerze, wo der Schlusskurs kleiner ist als der Eröffnungspreis. In diesem Fall, wo ist unser Schlusskurs? Unser Schlusskurs, Close, ja, muss kleiner sein als unser Eröffnungspreis. Klicken hier auf Preis und wählen A als wählen Eröffnung aus. Ja, wichtig ist noch der Index von diesen Kerzen, ja, da es sich in diesem Fall von der letzten Kerze in unserem Muster handelt, ist dieser Index 0. Ein Index 0 entspricht der letzten Kerze. Ein Index zum Beispiel von 1 würde der vorletzten Kerze entsprechen, ein Index von 2 der vorvorletzten Kerze und so weiter. Aber in diesem Fall ja, reicht uns ein Index von 0, da wir uns mit der letzten Kerze in dem Muster befassen. Und wir klicken auf OK. So, unsere erste Bedingung haben wir jetzt hinzugefügt, aber das reicht natürlich noch nicht. Wir brauchen auch, dass das Hoch dieser Reversal-Kerze höher war oder ist als das Hoch der vorherigen Kerze. Ja, diese Bedingung müssen wir jetzt auch noch hinzufügen. Gut, wir wählen wieder Preis aus, wählen uns in diesem Fall den Hochpreis aus und der muss größer sein. Ja, der letzte Hochpreis mit Index 0 muss größer sein als der Hochpreis der vorherigen Kerze. Das heißt, der Hochpreis mit Index 1. Ja, wie vorhin besprochen, Index von 1 entspricht der vorherigen Kerze. Und wir klicken auf OK. Super. Ja, das sind die Bedingungen für unsere Reversal-Kerze. Jetzt müssen wir aber auch noch die Bedingungen für unser Three Wild Soldier Pattern hinzufügen. Ja, zur Erinnerung, nochmal ganz kurz, das sind drei Kerzen, die aufsteigend sind, ja, und das Hoch der Kerze ist höher als das der vorherigen Kerze. Gut, widmen wir uns zunächst den aufsteigenden Aspekt des Three Wild Soldier Patterns. Das heißt, der Close-Preis, ja, muss höher sein als der Öffnungspreis. So, wir wählen jetzt hier unseren Close-Preis aus. Mit Index 1, das ist ja die letzte Kerze des Three Wild Soldier Patterns. Dieser muss größer sein als der Eröffnungspreis. Eine Sekunde. Ja, der Eröffnungspreis der Kerze davor, also der Kerze mit Index 2. Klicken auf OK, fügen das hinzu. Und gehen jetzt noch eine Kerze zurück, wo der Close-Preis der Mittelkerze im Three Wild Soldier Patterns, diese Mittelkerze hat den Index 2, auch größer sein muss als der Eröffnungspreis dieser Kerze. Ja. Super. Und zu guter Letzt, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Ja, in dieser ersten Bedingung muss natürlich der Close-Preis größer sein als der Eröffnungspreis derselben Kerze, ja, also mit Index 1. Entschuldigen Sie das bitte, das ändere ich jetzt noch ganz kurz ab. Wenn Sie hier Voreinstellung lesen, ja, hierbei handelt es sich um eine unglückliche Übersetzung vom Englischen ins Deutsche. Das ist wirklich dieser Close-Preis, ja, der hier dargestellt wird. Ja, das Wort Voreinstellung ist etwas unglücklich ausgewählt. Gut, gehen wir weiter. Und fügen die gleiche Bedingung auch noch für die erste Kerze in unserem Three Wild Soldier Pattern hinzu. Ja, wiederum Close Price, in diesem Fall mit Index 3, muss größer sein als der Eröffnungspreis auch mit Index 3. So, fügen wir also auch hinzu. Gut, so jetzt haben wir drei aufsteigende Kerzen modelliert.
Als nächstes müssen wir jetzt noch hinzufügen, dass das Hoch der nächsten Kerze höher ist als das Hoch der vorherigen Kerze. Ja, wir klicken wieder auf Hinzufügen und zunächst legen wir fest, dass das Hoch der letzten Kerze im Three Wild Soldier Pattern, also die mit Index 1, höher sein muss, also größer sein muss, als das Hoch der Kerze zuvor. Ja, in diesem Fall der Kerze mit Index 2. Fügen das hinzu. Und das gleiche nochmal in grün für die Kerze davor. Das Hoch der Kerze mit Index 2 muss größer sein als das Hoch der Kerze davor, in diesem Fall mit Index 3. Gut. Belassen wir es dabei erstmal. Wir werden uns den Trading-Zeiten etwas später widmen. Ja, und fügen jetzt aber hinzu, was soll geschehen, wenn dieses Pattern auftritt. Ja, in diesem Fall wollen wir festlegen, dass wir eine Sell-Stop-Order auf dem Low der letzten Kerze des Three Wild Soldiers Pattern stellen. So, wir klicken auf Hinzufügen unter Aktionen und dann macht Folgendes und legen fest, dass wir jetzt eine Sell-Stop-Order ausführen möchten. Diese gibt es unter Auftragsmanagement. Eingehen einer Short-Position mit einem Stop-Auftrag. Ja, das ist ja diese Sell-Stop-Order. Die Tradegröße, ja, die Anzahl, die kommt hier von unserer Nutzereingabe. Ja, dafür klicken wir hier auf Set, wählen uns in dieser Dialogbox jetzt unter Benutzereingaben die Position Size aus und klicken auf OK. Ja, Signalname können wir in diesem Fall leer lassen. Diese Signalname hätte eine Bedeutung, wenn wir zum Beispiel verschiedene Positionen handeln möchten, zum Beispiel eine Long-Position, eine Short-Position oder vielleicht auch verschiedene Typen von Short-Positionen handeln möchten und jede dieser Position anders behandelt werden soll. Da macht es Sinn, diesen Positionen verschiedene Identifiers, verschiedene Namen zu geben. Aber in diesem Fall haben wir nur eine einzige Position und der Name ist irrelevant. Gut, der Stopppreis, der Einstiegspreis ist das Low der vorherigen Kerze, also praktisch die letzte Kerze unseres Three Wild Soldier Patterns. Oh, warten Sie ganz kurz. Ja, also dieser Preis hier, das ist ja unsere Reversal-Kerze, die Kerze davor ist die letzte Kerze des Three Wild Soldier Patterns. Unser Stoppauftrag wird auf das Low dieser Kerze gelegt. Gut, wie machen wir das? Was ist das jetzt hier? Eine Sekunde. Ja, der Stopppreis ist das Low, das Tief der vorherigen Kerze, also der Kerze mit Index 1. Und wir klicken auf OK. Gut, so, jetzt müsste diese Aktion auch hier aufgelistet werden und wir können jetzt erstmal auf Weiter klicken. Nach dem Öffnen einer Position muss diese natürlich auch wieder geschlossen werden. Deswegen macht es auch Sinn, seine Gewinnziele und seine Stops sofort festzulegen. Dieses kann man in diesem nächsten Dialogfenster tun. Wir klicken auf Hinzufügen und wählen zunächst unser Gewinnziel aus. Ja, in diesem Fall handelt es sich um ein prozentuales Gewinnziel. Und der Prozentwert wurde ja auch vom Nutzer festgelegt. Ja, und der Nutzereingabe wählen wir Profit Target Percent aus. Gut, wir klicken auf OK und machen das gleich jetzt auch noch für unser Stop. Ja, sobald dann dieses Gewinnziel auch hinzugefügt wurde, können wir jetzt auch unser Stop hinzufügen, unser Stop Loss. Wiederum prozentual und der Prozentwert ist ja vom Nutzer auch festgelegt worden und wir wählen unter Nutzereingaben unser Stop Loss Percent aus und klicken auf OK. Gut, ja, soweit, so gut. Ich denke mal, wir haben jetzt schon mal eine Grundversion unserer Strategie gebaut und können diese jetzt kompilieren. Ja, das macht man, indem man hier auf diesen Kompilieren-Knopf drückt. Das dauert dann immer ein paar Sekunden, aber sobald es fertig ist, ja, man hört dann immer einen kleinen Ton, ist diese Strategie denn auch tatsächlich für uns verfügbar? Ja, es kompiliert immer noch. Das kann man hier erkennen, dass mein Rechner jetzt etwas eingefroren ist. Das dauert zum Anfang immer etwas länger, geht dann aber nachher schneller.
Er kompiliert immer noch. Ich hoffe, es geht auch alles glatt. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Oha, jetzt ist wirklich mein Rechner eingefroren. Ah ja, aber jetzt hat es doch geklappt. Ja, die Strategie wurde erfolgreich kompiliert. Und nachdem sie kompiliert wurde, können wir jetzt diese Strategien auch auf unsere Charts anwenden. So, dazu öffne ich jetzt eine Chart im NinjaTrader. Ja, dazu habe ich mir jetzt schon mal hier Microsoft rausgesucht, ja, auf den 15-Minuten-Timeframe. Und um diese Strategie jetzt anzuwenden, Rechtsklick auf die Chart. Wir gehen zu Strategien und dann wird unsere Strategie auch unter dem Namen, den wir der Strategie ge gegeben haben, aufgelistet. In diesem Fall Cap Trader Reversal Strategie. Ja, sobald Sie darauf geklickt haben, erscheint diese Strategie dann in dieser Box hier. Und auf der rechten Seite sehen wir auch unsere ganzen Nutzereingaben, die wir im Strategy Builder ja festgelegt haben. Ja, in diesem Fall nutzen wir jetzt erstmal nur die Position Size von 100 Aktien sowie unser Gewinnziel und unser Stop von 2% und 1% jeweils. Ja, dann kann man jetzt hier auf OK drücken. Ha. Und wie Sie sehen, diesen Scherz mache ich mir eigentlich immer, sehen Sie zum Anfang überhaupt nichts. Ja, das ist ein Fehler, der oft gemacht wird im Ninja Trader. Wir haben vergessen, unsere Strategie zu aktivieren. Ja, wenn man das vergisst, passiert überhaupt nichts auf der Chart. Deswegen noch einmal zurück zu unseren Strategien. Wir wählen wiederum unsere Cap Trader Reversal Strategie aus und wir stellen sicher, dass auch dieser Aktiviert-Knopf, diese Checkbox hier wirklich aktiviert ist. Ja, ist das der Fall, können wir auf OK drücken und jetzt sollten auch einige Trades zustande kommen. Okay, was jetzt erstmal nicht der Fall ist. Das haben wir natürlich ein schönes Beispiel von, wenn etwas schief gehen kann im Strategiebau. Dazu mache ich jetzt erstmal ganz kurz meine Performance auf. Ja, man kann hier aber auch sehen, dass Trades durchaus gemacht worden sind. Ja, vielleicht sind jetzt, doch, hier haben wir doch welche Trades. Ja. Und hier können wir sehen, dass ein paar Trades stattfinden. Zum Beispiel haben wir hier unser Three Wild Soldier Muster, gefolgt von einer Reversal-Kerze. Und der Einstieg erfolgte dann auf dem Low der letzten Kerze des Three Wild Soldier Musters. Ja, in diesem Fall war es kein Erfolg. Ja, in diesem Fall hier auch nicht. Aber wie Sie sehen, wird dieses Pattern zumindest richtig, in dem Falle von richtig ausgeführt, gehandelt. Vielleicht im Moment noch nicht mit dem Erfolg, den wir uns vorgestellt haben, aber wir sind ja auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Es fehlen ja noch einige Bedingungen, die wir hinzufügen möchten. Ja, in diesem Fall hier hätten wir zum Beispiel einen Gewinner-Trade gehabt, ja, der jetzt am Sessionende geschlossen worden ist, ja, da wir unser Gewinnziel hier nicht erreicht hätten, bevor die Session endet. Gucken wir uns vielleicht nochmal ein paar mehrere Muster an. Ja, wie Sie sehen können, hier werden viele dieser Patterns am Sessionende zugemacht. Was auch okay sein soll. Ja, oftmals wird praktisch unser Gewinnziel oder auch unser Stop-Loss nicht innerhalb des Sessions getroffen. Gut, gehen wir zurück zu unserem Strategiebilder. Ja, es fehlen hier noch ein paar Bedingungen, die wir hinzufügen müssen. Ja, eine Bedingung, die wir bis jetzt ignoriert haben, sind die Trading-Zeiten. Ja, wie können wir diese hinzufügen? Dazu fügen wir eine neue Bedingung hinzu. In diesem Fall wählen wir die Zeit als die Bedingung aus. Ja, und innerhalb dieser Zeit wählen wir den Eintrag Zeitfolgen aus. Und in diesem Fall soll die Eröffnungszeit der letzten Kerze unser Muster, ja, dieser Reversal-Kerze, die muss größer sein oder sagen wir größer gleich als die vom Nutzer festgelegte Startzeit des Tradens. Ja, in diesem Fall hatten wir die ja als Trade Start Time benannt. Wir klicken auf OK. Ja, das wird jetzt hier hinzugefügt. Und jetzt fügen wir auch noch unsere Endzeit des Tradens hinzu. Ja, wir gehen jetzt wiederum auf Zeit, wählen Zeitreihen aus. Ja, wo sind wir hier? Zeit folgen. Ja, in diesem Fall muss die Eröffnungszeit der letzten Kerze in unserem Muster kleiner oder gleich sein als der vom Nutzer festgelegte Endzeit. So, gehen wir hier auf Zeit
und gehen wiederum auf Nutzereingaben und wählen Trade Endzeit aus. Gut. So, jetzt haben wir diese beiden Bedingungen auch hinzugefügt und wir kompilieren unsere Strategie erneut. So, das kompiliert jetzt, wird wiederum ein paar Sekunden dauern, aber was Sie danach sehen werden, ist, dass zum Beispiel dieser Trade hier wahrscheinlich nicht gemacht wird, auch vielleicht wieder doch gemacht, weil er gerade noch so in die Öffnungszeit passt. Aber andere Trades werden jetzt weggelassen, weil die jetzt nicht mehr in unserem Zeitfenster auftreten. Ja, sobald unsere Kompilation fertig ist, können wir uns das dann auch gleich einmal anschauen. So, er kompiliert immer noch. Ja, jetzt ist es fertig. Jetzt ziehe ich mal dieses Fenster zur Seite. Ja, zum Beispiel werden Sie sehen, dass dieser Trade hier, der jetzt wirklich ganz am Ende unserer Trading-Session auftritt, ja, wirklich in der allerletzten Kerze in der Markt-Session, dieser Trade wird jetzt nicht gemacht werden, sobald wir unsere Strategie refreshen. Ja, um diese neu kompilierte Strategie jetzt neu zu laden, können Sie entweder Rechtsklick auf die Chart und Ninja-Skript neu laden klicken oder Sie klicken einfach F5. Ja, und sobald das der Fall ist, sehen Sie jetzt hier, dass dieser Trade jetzt nicht mehr gemacht worden ist, weil er unserem Zeitfenster nicht mehr entspricht. Gut, so schauen wir uns jetzt erstmal die Performance dieser Strategie an. Wie hätte diese Strategie jetzt noch ohne die Bollinger-Band-Filter, ohne die RSI-Filter, ja, sich auf Microsoft ausgewirkt in den letzten 2 Jahren? Das ist das, ja, das sind die Daten, die ich jetzt hier in diesem Fall eingeladen habe. Und wie Sie sehen, hätten wir in diesen 2 Jahren einen Gewinn von $300 gemacht, wobei 35 Trades ausgeführt worden wären mit einem Profitfaktor von 1,32. Von den 35 Trades waren ja nur 11 Trades Gewinner-Trades und 24 waren Verlust-Trades. Trotzdem hätten wir einen Gewinn erzielt. Warum? Ja, ganz einfach, weil unsere Gewinner wesentlich größer gewesen sind als unsere Verlierer. Das sieht man hier auch im durchschnittlichen Gewinner-Trade. Ja, haben wir hier im Durchschnitt $113 pro Trade verdient, während wir bei einem Verlierer-Trade nur im Durchschnitt nur $39 verloren hätten. Ja, und so kann es dann durchaus zustande kommen, dass selbst bei einer negativen Gewinnrate, ja, ein Gewinn erzielt werden kann. Okay, gut. Aber fügen wir jetzt noch unsere weiteren Filter hinzu und gucken einmal, ob sich dann unsere Performance verbessert. Okay, so als nächstes hatten wir diesen Bollinger-Band-Filter im Sinn. Ja, wie soll dieser funktionieren? Ja, praktisch würden wir dann festlegen, dass bei der letzten Kerze, ja, wo das Reversal auftritt, praktisch dieser Kerze hier, das Hoch dieser Kerze muss über dem oberen Bollinger-Band sein. Ja, das ist eine Bedingung, die wir hinzufügen möchten. Zusätzlich wäre es schön, und ich werde jetzt mal ganz kurz diese Bollinger-Bänder auf meine Chart legen, um das auch zu visualisieren. Dann geben Sie mir dazu eine Sekunde. Ja, Bollinger hier. Außerdem wäre es schön, wenn der Nutzer die Anzahl der Standardabweichungen sowie die Periode als Parameter festlegen kann. Ja, jetzt lege ich den hinzu. Und wie Sie sehen hier, wäre es bei dieser Kerze, dieser Reversal-Kerze der Fall gewesen, dass das Hoch dieser Kerze über diesem oberen Bollinger-Band ist. Ja. In diesem Fall hier wäre es auch der Fall gewesen. Vielleicht suche ich mir jetzt mal eine Kerze raus, wo es nicht der Fall gewesen wäre. Ja, zum Beispiel hier bei dieser Reversal-Kerze ist das Hoch klarerweise nicht über diesem oberen Bollinger-Band und dieser Trade wäre in diesem Fall nicht gemacht worden. Okay, also fangen wir an. Zusätzlich möchte ich auch noch festlegen in unserer Strategie, dass der Nutzer die Möglichkeit hat, diesen Bollinger-Band-Filter zu aktivieren oder zu deaktivieren, ja, über eine Nutzereingabe. Gut, so zurück zum Strategy-Builder. Zunächst, ja, brauchen wir zusätzliche Nutzereingaben. Dazu gehen wir zurück auf unsere Nutzereingaben, klicken auf Hinzufügen. Und wählen jetzt zunächst eine Eingabe aus, um diesen Bollinger-Band-Filter zu aktivieren oder zu deaktivieren.
werden diese Enable Bollinger Filter nennen. Ja, diese ist vom Typ Boolean. Das ist ein Datentyp, der entweder wahr oder falsch sein kann. Als Standard soll dieser Filter aktiviert sein und wir setzen den Wert als True hier und klicken auf OK. Ja, dieser Parameter wird jetzt hier hinzugefügt. Zusätzlich werden wir jetzt auch noch Parameter für die Standardabweichungen festlegen. Ja, wird diese Bollinger Standard Deviation auf Englisch nennen. Die sind vom Typ Double, was einer gebrochenen Zahl entspricht, einer Dezimalzahl entspricht. Und der Standard soll 2,0 sein und minimal vielleicht 0,01. Wir klicken auf OK. Und fügen jetzt auch noch die Periode für unsere Bollinger-Bänder hinzu. Ja, Bollinger Period. Vom Typ ganze Zahl int, ja, die können ja nicht keine gebrochenen Zahlen sein. Und standardmäßig nehmen wir den Wert von 14 und klicken auf OK. Ja, sobald diese Parameter hinzugefügt worden sind, können wir jetzt diese in unseren Bedingungen bearbeiten. Ja, in diesem Fall werden wir eine ganze Bedingungsgruppe hinzufügen. Ja, das macht in diesem Fall Sinn, da wir zusätzlich die Option haben möchten, diesen Filter an- oder auszuschalten. Wir klicken hier auf Gruppe, ja, geben dieser Gruppe, sobald sie dann auch offen ist, einen Namen, in diesem Fall Bollinger Filter. Gut, was sind diese Bedingungen in dieser Gruppe? Also wir wollen praktisch, dass dieser Filter, also dass die Bedingung zutreffen muss, wenn der Filter aktiviert ist. Und wenn in dem Fall, dass der Filter nicht aktiviert ist, dann ja, erfüllt diese Gruppe praktisch immer unseren Bedingungen, weil dann kümmern wir uns eigentlich gar nicht um diesen Filter. Dazu fügen wir jetzt hinzu eine Bedingung. Falls unsere Benutzereingabe enable, jetzt habe ich mich hier verschrieben, das soll enable heißen, nicht enabled, aber es ist in diesem Fall egal. Falls dieser Parameter falsch ist, falls es praktisch auf False gesetzt ist, dann ist ja unsere Gruppe immer erfüllt, ja, weil dann kümmern wir uns eigentlich gar nicht um diesen Filter. Er interessiert uns in dem Fall nicht, weil ja, wir ihn ja deaktiviert haben. Aber in dem Fall, falls dieser Filter auf falsch gesetzt ist, auf False gesetzt ist, ja, dann ist diese Gruppe erfüllt, weil dann brauchen wir diesen Filter nicht. Ja. Oder falls er auf True gesetzt ist, ja, dann muss unser Bollinger-Band ja, unter dem Hochpreis, oder anders ausgedrückt, der Hochpreis muss über diesem Bollinger-Band sein. Ja, dann wählen wir uns hier unter Indikator das Bollinger-Band aus. Ja, gehen jetzt hier runter, gehen zu, ich würde sagen, dass der Hochpreis über dem Bollinger ist. Eine Sekunde. Also der Preis, der Hochpreis unserer letzten Kerze mit Index 0, das ist okay, muss größer sein als unser Bollinger-Band. Ja, jetzt wählen wir hier unter Indikator unser Bollinger-Band aus. Ja, okay, das muss größer sein und wollen, dass es größer ist als das obere Bollinger-Band. Dazu scrollen wir es noch einmal runter und wählen hier unter Plots das obere, das Upper-Band aus und klicken auf OK. Ganz kurz werde ich aber auch noch das im Chart anzeigen, diese Checkbox aktivieren. Das heißt, dass dieses Bollinger-Band dann auch immer angezeigt wird auf der Chart, wenn wir die Strategie auf die Chart anwenden. Und wir klicken auf OK. Ja, also nochmal zur Wiederholung. Diese Bedingungsgruppe ist erfüllt, wenn entweder der Bollinger-Band-Filter deaktiviert ist oder, falls er aktiviert sein sollte, der Hochpreis über dem oberen Bollinger-Band ist. Natürlich habe ich jetzt noch vergessen, diese Standardabweichungen und die Periode des Bollinger-Bands über die Nutzereingaben festzulegen. Das machen wir jetzt auch noch gleich. Wir klicken nochmal auf diese Bedingung und legen fest, dass die Anzahl der Standardabweichungen nicht hardcodiert 2 sein soll, sondern von der Nutzereingabe kommt. Ja, diesen Wert nehmen wir uns für unser Bollinger Standard Deviation von diesem Parameter. Genau das gleiche mit der Periode, der auch von der Nutzereingabe kommt. Na komm, Periode und klicken auf OK. Gut, jetzt haben wir diese Gruppe hinzugefügt
Und ja, wir können unsere Strategie jetzt neu kompilieren. So, das wird jetzt wieder eine kleine Zeit dauern. Aber sobald wir dann fertig kompiliert haben, werden Sie sehen, dass zum Beispiel dieser Trade hier dann nicht mehr gemacht wird, weil er ja klarerweise unter dem oberen Bollinger Band stattfindet. Ja, das werden wir auch gleich sehen, sobald wir unsere Strategie neu auf die Chart anwenden. So, sobald die Kompilation fertig ist. So, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt ziehe ich dieses Fenster einmal rüber. Ich refreshe meine Strategie über das Drücken von F5. Ja, und Sie sehen jetzt zum Beispiel, dass dieser Trade jetzt hier nicht mehr gemacht worden ist. Okay, super. Gucken wir uns einmal an, ob sich jetzt unsere Strategie-Performance verbessert oder verschlechtert hat. Wir gehen jetzt wiederum auf unsere Analyse. Gucken wir uns die Performance an und ich ziehe sie jetzt einmal ganz kurz rüber. Und wie Sie sehen können, ja, haben wir eine leichte Verbesserung unserer Strategie und der Performance erzielt. In diesem Fall machen wir jetzt einen Gewinn von $339. Ja, wobei wir in diesem Fall nur 12 Trades gehandelt haben, ja, von denen ja, 5 Gewinner-Trades waren, 7 waren Verlierer. Aber wie Sie hier sehen können, waren unsere Gewinner wesentlich größer als unsere Verlierer. Also kommt dann praktisch der Profit zustande mit einem Profitfaktor von 2,62, was eigentlich einer sehr guten Strategie entspricht. Ja, das trifft natürlich nicht auf alle Symbole zu. Ich habe mir jetzt hier Microsoft rausgesucht, was sich ja in den letzten Jahren besonders gut für diese Strategie geeignet hat. Ja, andere Symbole werden nicht diesen Profitfaktor erzielen, aber wie wir sehen können, ist dadurch durchaus ja, Potenzial vorhanden mit dieser Strategie. Okay, so zu guter Letzt jetzt auch noch der RSI-Filter. Ja, das müssten Sie jetzt eigentlich schon fast alleine ja, bewertigen können. Wie machen wir das? Wir fügen wiederum ein paar Benutzereingaben hinzu. Ja, zunächst eine Option, diesen RSI-Filter ja, zu aktivieren oder zu deaktivieren. So, also Enable RSI-Filter. Ja, vom Typ Boolean und standardmäßig ist er aktiviert. Wir klicken auf OK. Und zusätzlich können wir auch noch die Nutzer die RSI-Periode festlegen lassen. Ich kann jetzt wiederum auf Hinzufügen. RSI-Period und standardmäßig vielleicht auch als 14, eine Periode von 14, ach, von 14 festgelegt. Ja, und Minimalwert 1, kleiner darf er ja nicht sein. Wir klicken jetzt auf OK, haben jetzt unsere beiden Parameter hinzugefügt, müssen diese natürlich auch in unsere Bedingungen verknüpfen. Wir fügen jetzt wiederum eine Gruppe hinzu, eine RSI-Filtergruppe. Wählen hier if any aus, was praktisch einer Oder-Verknüpfung entspricht. Das gleiche hatten wir ja auch für unsere Bollinger Gruppe gemacht. Und diese Gruppe soll erfüllt sein, wenn entweder der RSI-Filter nicht aktiviert ist oder unser RSI überkauft ist. So, wir klicken auf Hinzufügen. Wir wählen ja zunächst aus, dass entweder wenn dieser Filter nicht aktiviert ist, also diese Enable RSI-Filter-Parameter falsch ist. So ist gleich falsch unter divers. So. Oder, das füge ich jetzt gleich hinzu, wenn jetzt unser RSI überkauft ist. Das heißt, unser RSI, den wir jetzt über Indikator hier auswählen, muss größer sein als, sagen wir, 75. Ja, was einem überkauften RSI entspricht. Die Periode des RSI kommt wiederum von unserer Nutzereingabe. Ja, das soll dann nicht hart kodiert sein. Wir wählen jetzt hier unsere, ja, RSI-Periode aus. Und der RSI muss größer sein als, ja, in diesem Fall vielleicht ein hart kodierter Wert von, sagen wir, 80. So, wählen wir uns diesen Wert aus, ein numerischer Wert von größer als 80. Klicken auf OK. Klicken hier auch OK und kompilieren jetzt noch einmal neu. So. Das wird jetzt wieder ein paar Sekunden dauern.
Und dann werden wir sehen, ob sich vielleicht unsere Performance weiter verbessert hat oder vielleicht verschlechtert hat. Ja, vielleicht ist diese RSI-Filter jetzt wirklich so strikt, dass wir fast gar keine Trades mehr machen. Ja. So, das wird jetzt gleich passieren, sobald das kompiliert. Und mein Rechner hat sich wie immer etwas festgefahren. Aber gleich wird es soweit sein. So, jetzt habe ich das Signal bekommen, dass die Kompilierung erfolgreich war. Wir können unsere Strategie neu laden. Ja, und jetzt gucken wir mal, oh, wie Sie sehen, sind diese beiden Trades jetzt hier nicht mehr gemacht worden, weil unser RSI, wenn ich diesen RSI jetzt einmal hinzufüge, in diesem Fall wahrscheinlich nicht überkauft war. Ja, können wir mal gucken. RSI mit Periode 14 war in diesem Fall überkauft. Wahrscheinlich nicht. Nein, ein Wert von 80 wird ja auch ganz selten eigentlich von einem RSI erreicht. So, gucken wir noch einmal auf unsere Strategie Performance. Wurden denn überhaupt irgendwelche Trades ausgeführt mit diesem Filter? Oh nein, in diesem Fall war diese Bedingung jetzt wirklich zu streng. Keine Trades wurden ausgeführt. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja, wie können wir das abändern? Ja, vielleicht legen wir auch noch eine Nutzereingabe fest, in der wir diesen Wert, den der RSI überschreiten muss, vom Nutzer festlegen können. Ah, so. Nochmal ganz kurz zu unserem Strategiebilder. Wir gehen zurück zu diesen Nutzereingaben und fügen jetzt auch noch diesen Höchstwert und den Minimalwert des RSIs hinzu. So, Min RSI vielleicht. Klicken auf OK. Ah, vom Typ Double kann ja eine gebrochene Zahl durchaus vorkommen. Vielleicht nehmen wir hier als Standard 75. Klicken auf OK. Ja, und nehmen jetzt. Fügen jetzt auch diese Variable in unseren Bedingungen hinzu. Dazu gehen wir noch einmal zurück auf unsere Bedingungen und Aktionen, öffnen die RSI-Filtergruppe, ja, und bearbeiten jetzt diese RSI-Bedingung, indem wir jetzt diesen Wert von 80 nicht mehr hart kodieren, sondern eher von unserer Nutzereingabe auslesen lassen. So, jetzt gehen wir hier rein und anstelle vom numerischen Wert wählen wir jetzt hier Nutzereingabe aus. Und zwar in diesem Fall diese Min-RSI-Eingabe. Und klicken auf OK. Ja. Und kompilieren noch einmal neu. Und Sie jetzt sehen werden wahrscheinlich ja, mit einem Standardwert von 75 wieder einige Trades ausgeführt werden. Ja. Okay. Ja, während es diese Kompilation jetzt stattfindet, noch ein paar Sachen, ein paar Worte zu diesem Marktscanner. Ja, wie Sie hier sehen können, ist es ein Scanner, der dieses Three Wild Soldier Pattern erkennt, ja, auf verschiedenen Timeframes. Und der Scanner kann das tun, weil er einen speziellen Indikator verwendet. Das ist der Candlestick Premium Indikator, den ich jetzt hier in diesen Scanner eingebaut habe. Am Anschluss dieses Webinars haben Sie die Möglichkeit, diesen Scanner und diesen Indikator dann auch ja, für einen Discount zu erwerben. Gut, so jetzt zurück zur Chart. Die Kompilierung war erfolgreich. Wir klicken auf OK und wie Sie jetzt hier sehen können, werden jetzt wieder einige Trades ausgeführt. In diesem Fall wurde dieser Trade ausgeführt und Sie sehen hier, dass der RSI in diesem Fall ja gerade so über 75 war. Wenn ich mir einmal dieses Datenfenster öffne, sollte ich es dann finden. Ja, hier ist das Datenfenster und es geht jetzt wahrscheinlich in einem anderen Monitor auf. Ja, geht jetzt im Moment nicht auf, ist aber auch egal. Sie sehen hier, dass der RSI in diesem Fall ja gerade so überkauft war, gerade so über dem Wert von 75 gelegen ist. Jetzt noch einmal zur Strategie Performance. Ja, sobald die aufgeht, dann sehen Sie hier, dass wir in diesem Fall nur vier Trades gemacht haben, von denen jetzt gerade, ja, also zwei Gewinner-Trades und zwei Verlierer-Trades, die ja, sich nicht viel genommen haben, unser Gesamtprofit in diesem Fall nur $25 betragen hat. Ja. Vielleicht ist der RSI-Filter für diese Strategie dann eher doch nicht so brauchbar. Okay, soweit zur Strategie selbst. Ich gehe jetzt zu guter Letzt noch einmal zurück zu unseren Folien, ja, um ein paar abschließende Worte zu sagen. Ja, also die Programmierung haben wir jetzt durchgeführt. Diesen Candlestick Indikator, den ich im Marktscanner verwendet habe, um mir dieses Muster anzeigen zu lassen, wenn es live auftritt,
Ja, diesen gibt es über unseren Online-Store tradingindicators.com. Ja, und als CapTrader-Kunde kriegen Sie hier einen Rabatt von 25%. Ja, der findet nicht nur dieses Three Wild Soldier Pattern, sondern auch 16 weitere Candlestick Pattern und läuft auf NinjaTrader 7 und 8. Wir haben uns auch eine eigene Strategie ausgedacht, die wir Matcha-Strategie nennen. Ja, das ist eine Strategie, die eher auf Swing-Trades setzt, auf längere Trades, aber daher auch sehr gut für Aktien, CFDs, Futures und eigentlich auf alle Symbole anwendbar ist. Und falls Sie Interesse an dieser Strategie haben, ich habe jetzt keine Zeit, da ins Detail drauf einzugehen, schreiben Sie mir kontaktieren Sie uns über blackcherryinvest.com. Auf dieser Webseite gibt es ein Kontaktformular. Sobald Sie dieses ausführen, schicke ich Ihnen die Lite-Version dieser Strategie kostenlos zu. Und diese Lite-Version ist freigeschaltet für ungefähr 10 Aktien und 3 Futures. Ja, für die Vollversion müssten Sie mich dann noch einmal explizit kontaktieren. Gut, so. Zu guter Letzt, was steht als nächstes an? Ja, wir haben jetzt diese Webinarreihe Daytrading-Strategien mit NinjaTrader eröffnet, mit der heutigen Strategie von Russ Cameron. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir uns weiteren Daytrading-Strategien widmen und die werden jemals von einem anderen Trader entsprechen, wie zum Beispiel hier von Larry Williams am 24. September. Am 15. Oktober haben wir dann wieder ein Webinar, wo wir uns den Strategien von David Bean widmen und so weiter. Sollten Sie jedoch Vorschläge haben für weitere Strategien, die Ihnen vielleicht ins Auge gefallen sind oder die Sie vielleicht gerne einmal ausprobieren möchten, aber vielleicht nicht die Zeit haben, die selbst zu programmieren oder sie von mir programmiert haben möchten, kontaktieren Sie mich und falls es machbar ist, setze ich diese dann gerne innerhalb eines Webinars für Sie um. Dazu schreiben Sie mir einfach gerne eine E-Mail, die beantworte ich alle und falls es machbar ist, wie gesagt, binde ich diese gerne in diese Webinarreihe mit ein. Gut. Damit hätten wir es fast geschafft. Die Stunde ist voll. Bei Fragen, gerne auch per E-Mail kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist hier auch mit abgebildet. Denken Sie daran, dass ich in Kanada wohne und vielleicht nicht so früh wach bin, wie Sie es sind. Gut, gibt es Fragen? Ja, das scheint nicht der Fall zu sein. Ich gucke nochmal ganz kurz in mein Question-Fenster. Einer hat geschrieben, kein Ton mehr. Ich hoffe, das war nur ein Einzelfall, dass alle anderen mich dann doch recht gut verstanden haben. Okay, es scheint keine Fragen zu geben. In dem Fall beende ich dieses Webinar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf unsere nächste Sitzung, in der wir uns einer weiteren Daytrading-Strategie vom NinjaTrader, Daytrading-Strategie widmen, die wir dann auch im NinjaTrader umsetzen werden. Gut, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.